Servus Leute, willkommen zurück Ich zu... muss bald die Verzerrung Halt die meines Schnauze, Bauches warum sagst du das die erleben. ganze Zeit? Werde stark, doch das ausharren. Willkommen zurück zu Planescape Torment. Ich musste mich informieren, was ich jetzt machen muss. Man soll... Also als nächstes, was man machen sollte, man muss Schon Echo gut. ihre Stimme wiedergeben. Also die stumme Hure. Wo ist sie denn? Das ist zumindest das, was man als nächstes machen soll. Erledigt. Juliet. Ich bin weg. Ich bin weg. Wieso? Nee, du bist Dolora. Du bist Neunauge. Wo ist sie hin verschwunden? Du bist... Kisai-Seris. Du bist diese andere... Frau. Ist doch nicht, die muss doch hier irgendwo sein. Ich bin weg. Toll, ich weiß ich nicht, wo bin weg. Echo hin verschwunden ist. Schon gut. Ich glaube, ich renne mal alleine durch die Gegend. Wo ist sie denn? Ah! Ich hätte ein paar Fragen. Darf ich fragen, warum du nichts sagen kannst? Sie seufzt ganz leicht und nickt. Gibt es das Wort, welches das Multiversum? Hat deine Stimme jemanden totgebracht? Wurde deine Stimme gestohlen? Kann sein, dass diese Antwort noch gar nicht da war. Mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Sie nickt nachdrücklich, hält ihre Hände zusammen und lächelt dich an. Kennst du irgendeine Möglichkeit, wie du deine Stimme zurückbekommen könntest? Sie schüttelt den Kopf, auf ihrem Gesicht zeichnet sich Frustration ab. Plötzlich sieht sie dich bittend an, als erwarte sie eine Antwort. Eid, ich schwöre, dass ich eine Möglichkeit suchen werde, dir deine Stimme zurückzugeben. Aber das kostet was, ne? Ich schwör's. Echo nickt langsam und lächelt dich dankbar an. Dann werde ich nach etwas suchen, das dir deine Stimme verleiht. Auf Wiedersehen, Echo. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Ah! Echo sieht dich hoffnungsvoll an, als du näher kommst und beißt sich auf die Unterlippe. Ich habe diese Zunge eines Scheusals für dich besorgt. Sie zieht eine Augenbraue nach oben und blickt dich skeptisch an. Er hat mir gesagt, wenn du sie in den Mund nimmst, wirst du widersprechen können. Sie nickt und nimmt die Flasche von dir. Sie zieht die abgetrennte Zunge mit spitzen Fingern aus der Salzlösung, starrt sie einen Moment lang angeekelt an und nimmt sie dann in den Mund. Kann ich verstehen. Sie davon angeekelt ist. Plötzlich weiten sich ihre Augen und zwischen ihren Lippen ist ein Strahl rötliches Licht sichtbar. Geht's dir nicht gut? Warte auf eine Antwort. Echo öffnet den Mund, schließt ihn, öffnet ihn erneut und spricht. Ich kann widersprechen. Oh, welche Freude. Ich danke. Verdammt sollst du sein, in die dunkelste aller Gruben, du stinkender Wurm. Knie in Demut nieder vor mir, Insekt. Ihr geht. Hä? Echo schreit auf und hält sich mit beiden Händen den Mund zu. Ihre Augen sind vor Panik weit aufgerissen. Das muss die Zunge des Scheusals sein. Mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Sie nimmt langsam ihre Hände vom Mund und nickt. Es sieht so aus, als müsste ich... Deine zarte Schale verschlingen und deine Seele für alle Ewigkeit dem Abgrund übergeben. Du sollst mir in meiner Schlacht dienen, bis die Ebenen knirschend zum Stehen kommen. Du bist mein Ma. Echo schließt den Mund wieder und fängt leise an zu weinen. Auch die Arme. Ich wünschte, wir hätten die Stimme nicht wiedergegeben. Moment, ich will jetzt mal mit diesen Devas drehen. Sie dürfen den Fluch lindern, der auf deinen Lippen liegt. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Doppel-O, 30.000! Sie nickt lächelnd und nimmt die Fiole entgegen. Echo nimmt einige der leuchtend blauen Tropfen auf die Zunge. Ich glaube, die Tränen wirken. Ja, wirklich. Ich kann in meiner eigenen Stimme sprechen. Oh, wie sehr ich euch danke. Echo drückt ihr die Hand und neigt dankbar den Kopf. Ihre Augen füllen sich vor Freude mit Tränen.
Ich helfe gerne, aber die Dega-Trainer haben mich eine Stange Geld gekostet. Nö! Es war mir eine Freude, helfen zu können. Leb wohl, Echo. Ich möchte jetzt mal mit dir reden. Echo winkt dir freudig zu, als du näher kommst. Seid mir gegrüßt, Herr. Schön, euch wieder zu treffen. Hallo, Echo. Ich hätte ein paar Fragen. Sie nickt. Was machst du hier? Ich bin hier Schülerin, genau wie alle anderen Prostituierten. Wir streben danach, die Kunst der Sprache zu erlernen, um die Sinne zu stimulieren, um das Bewusstsein unserer selbst und anderer zu erhöhen und neue Wege zu entdecken, eine andere Person zu erfahren. Sie hält inne und blickt gedankenverloren vor sich hin. Erzähl weiter. Nun, ich konnte so lange nicht sprechen. Die meisten Kunden, die zu mir kamen, suchten jemanden, der zuhörte, jemand, der aufmerksam war und sie verstand, dem sie ihr Herz ausschütten konnten, ohne unterbrochen zu werden und so. Nun, wo ich wieder sprechen kann, frage ich mich, ob nicht die Zeit gekommen ist, dass ich weiterziehen sollte, das Bordell verlassen und Senatin werden sollte. Ja, Senatin. Ein Mitglied der Gesellschaft der Empfindung. Frag Grace, die Gefallene, oder jemand in der städtischen Festhalle, wenn du mehr über sie erfahren möchtest. Kannst du mir was über diesen Ort erzählen? Das Bordell ist eine Art Schule, wo junge Frauen, die Prostituierten, sie wirft dir einen ironischen Blick zu, die Kunst der Sprache und ihrer Feinheit studieren, wie unsere Lehrerin Grace sagen würde. Im Allgemeinen geschieht dies auf dem Wege dahin, Zinsaten zu werden. Das Bordell finanziert sich aus den Spenden seiner vielen Gönner, die hierher kommen, um auf der Suche nach mehr als nur gemeiner fleischlicher Freude durch das Beisammensein mit einer Frau. Zinsaten? Ja, das habe ich schon. Weißt du etwas über Ravel-Rätselschön? Echo nickt und dämpft ihre Stimme. In der Tat. Und sie existiert nicht nur, sie hat sogar Kinder. Sie, was? Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Eine von ihnen ist manchmal hier. Kesai Seres. Ah! Die ist da auf der rechten Seite des Bordells. Sie ist Ravels Kind, auch wenn sie das nicht gerne zugibt. Wer könnte sie verübeln? Sie hält einen Moment inne und denkt nach. Ich habe sie nie darauf angesprochen, aber ich bin sicher, es ist wahr. Interessant. Faszinierend. Ich versuche, Vivians Duft zu finden. Weißt du, wo er sein könnte? Echo schüttelt den Kopf. Nein, ich habe keine Ahnung. Hast du schon mal mit Nanny gesprochen? Sie treibt sich doch überall herum und nimmt mit ihren großen Augen alles auf. Puposchleier? Echo schüttelt den Kopf. Nein, ich habe keine Ahnung. Hast du schon mal Nanny, weil du weißt schon. Danke, du bist toll. Und schon ist sie heiß begehrt. Ich habe ihr geholfen, wie geil. Gut, du, gut. Genau. Wir müssen uns eine Absteige suchen. Halt die Schnauze. Kesai Seres lächelt warm, als du dich ihr näherst und streicht sich eine wellige Locke ihres Haars aus den leuchtenden purpurroten Augen. Hallo, sei nochmals gegrüßt. Kann ich irgendetwas für dich tun? Hm? Kesai, bist du Ravels Tochter? Kesai zeigt plötzlich die Zähne und ihre Augen verschmälern sich zu blitzenden purpurroten Schlitzen. Was? Wo hast du denn das gehört? Echo hat es mir erzählt. Hat mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Lächerlich. Ich denke, das wüsste ich, wenn diese böse Nachthexe meine eigene Mutter wäre. Und jetzt geh mir damit nicht mehr auf die Nerven. Wer ist denn dann deine Mutter? Ich weiß es nicht, okay? Mein Vater hat mich großgezogen. Ich habe sie nie kennengelernt. Aber sehe ich für dich etwa so aus wie eine Nachthexe? Tja, da wäre die Haut und die Augen und vielleicht auch die Zähne. Gnadenlos ehrlich sein, ich will sie eigentlich nicht verärgern. Nein, nein, natürlich nicht. Kesai Seres starrt dich mit wütend funkelnden Augen an. Vielleicht sprechen wir später nochmal. Aber ich bin nicht mehr in der Stimmung. Leb wohl. Leb wohl. Lächelt warm. Mach dir keine Sorgen, ich bin nicht lange böse.
Kann ich irgendetwas für dich tun? Hm? Sie nochmal zu verärgern ist, glaube ich, nicht so geil. So, Zähne und so. Das sprechen wir später. Das ist natürlich. Ja. Was muss ich denn tun? Also, ich spreche sie darauf an. Da dreht sie durch. Eckhart mir erzählt. Kessai blinzelt dich mit ihren purpurroten Augen an und wartet auf deine Frage. Sag mal, was bist du, wenn ich mal so fragen darf? Kessai schüttelt den Kopf. Was? Kannst du das nicht sehen? Sie richtet sich gerade auf und streckt dir ihre üppigen Busen entgegen. Ihren üppigen Busen. Eine Frau. Sie hebt deine Augenbraue. Ich sehe schon, meine Antwort gefällt dir nicht. Ich bin außerdem ein Planaria. Wie deine Freundin hier. Kessai zeigt auf Anna. Das ist alles, was du wissen musst. Hier ist Ravels Tochter, ihr kurz mir erzählt. Nur ein Gerücht. Versuchen wir es damit. Wie wenn's Duft? Weiß nicht. Okay, schon gut. Hast du vielleicht ein paar Informationen? Fragen. Ich habe gehört, Kessaseres ist Ravels Tochter, stimmt das? Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Vor langer Zeit verschwand einmal ein älterer Mann aus dem Bezirk der Kuratoren und seine Leiche konnte nicht gefunden werden. Um sie zu verbergen, hatte der Mörder sie auf dem Friedhof unter einer anderen Leiche vergraben. Ein Seher sagte, wo man die Leiche finden könne, und so grub man ihn und so grub man und fand eine Leiche, nicht aber die des älteren Mannes. Die Leute waren verwirrt. Sie waren gezwungen, den Mann freizulassen, und erst als sie weitergruben, um die Leiche wieder zu vergraben, fanden sie die Leiche des älteren Mannes. Manchmal muss man tiefer graben, um die Wahrheit zu finden. Ich verstehe es eigentlich nicht. Ignus wird euch alle töten. Ganz wie du meinst, Ignus. Erzähl weiter. Ich glaube, das hatte ich schon. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Moment, das ist noch nicht alles. Okay. Auch wenn meine Geschichte mit Ravels Untergang endet, so gibt es doch einige, die behaupten, dass die Hexe noch am Leben ist. Eko gehört zu diesen Leuten. Frag sie über Ravel und sie kann dir vielleicht mehr über die Hexe erzählen. Verbannung bis zu diesem Tag. Okay, jetzt muss ich wahrscheinlich Eko fragen. Eko war da oben. Oh, sie ist heiß begehrt. Hallo Eko, ich hätte ein paar Fragen. Jetzt kann ich nichts mehr hier. Vielleicht lebt wohl Eko. Ich wünsche dir das Beste, welchen Weg du auch immer wählen magst, Eko, lebt wohl. Ich bin weg. Okay, du kannst mir nicht helfen. Okay, jetzt bin ich ein bisschen weitergekommen, aber was ist das Problem? Es ist nur ein bisschen. Ich habe ein paar Fragen.
Ich habe gehört, Kisser-Series ist Ravels Tochter, stimmt das? Auf den neuesten Stand gebracht. Ich habe auch so ein Gerücht gehört, aber ich weiß es nicht. Vielleicht kann dir eine der anderen Frauen hier die Antwort geben. Sagen. Wenn nicht Kisser selbst. Was? Vielleicht kann dir eine der anderen Frauen hier die Antwort geben, sagen. Wenn ich. Okay, jetzt glaube ich ein Rechtschreibfehler. Frag Juliette. Sie und Kessel waren einmal gute Freundinnen, bevor Juliette Frohmann begegnet ist. Alles klar. Juliette! Und ich mault die Arme. Seid gegrüßt. Ich nehme an, ihr seid gekommen, um mir eure Fragen zu stellen. Ja, genau. Juliette rollt die Augen. Oh, dann macht schon, wenn es unbedingt sein muss. Ich habe gehört, Kessa Seres ist Ravels Tochter, stimmt das? Ich habe mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Ich weiß es nicht, aber ich habe so ein Gerücht gehört. Aber vielleicht solltet ihr ja Kimaxi Natanzunga dieselbe Frage stellen. Die beiden sind nämlich Halbschwestern, wisst ihr? Tatsächlich, wäre interessant. Erledigt. Schon gut. Alles klar, ich werde immer von Frau zu Frau geschickt, aber da gehe ich sicherheitshalber mit mehreren Leuten rein, weil die ist ein bisschen aggro. Guten Abend. Sicherheitshalber werde ich davor safen, man kann ja nie wissen, ich habe schon ein paar Infos abgegrast. Oh, du schon wieder. Du kannst einfach nicht genug von mir bekommen, was? Ich habe ein paar Fragen. Gut, ist in Ordnung, frag. Ich habe gehört, Kessa Seres ist Rauls Tochter, stimmt das? Ach, darüber war eine andere. Ach, egal. Sie zuckt die Schultern. Soweit ich weiß, ja. Sie sieht dich plötzlich misstrauisch an. Warum? Ich habe sie gefragt und sie hat es abgestritten. Na und? Nicht, dass es dich überhaupt irgendwas angeht. Ich habe auch gehört, dass du Kessa Seres Halbschwester bist. Ja, ich bin mit dieser pummeligen, mauzenden... Hakennasigen Tagträumern verwandt. Derselbe Vater, unterschiedliche Mütter. Na und? Ich hatte gehofft, du könntest mir helfen herauszufinden, ob Kessa wirklich Rauls Tochter ist. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Kimaxi sieht dich stirnrunzelnd an. Normalerweise würde ich es hassen, dir so zu helfen, aber ich habe das Gefühl, das würde dieses flirtende, herausgeputzte Püppchen ein für alle Mal verletzen. Sag ihr, sie soll ihren Vater fragen. Er ist ein mächtiger Kambion. Also sollte sie ihn an Ort und Stelle rufen können. Dann bekommst du sicher auch deine Antwort. Kambion? Ja, Kambion. Kimaxi verdreht die Augen. Hast du mich beim ersten Mal nicht gehört? Die Ohren ganz verstopft mit den letzten Resten Hirn, die gerade ausgelaufen sind. Auslaufen, was? Ich frage nur, was ist das? Meine Güte, du bist ja echt hoffnungslos. Sie schüttelt traurig den Kopf. Zis, zis. Ein Halbscheusal, Düssel. So ähnlich wie du, aber du bist halb Mist, glaube ich. Du bist auf jeden Fall so. Besser als halb du. Nee, sie hat mir geholfen. Also bin ich ihr nicht böse. Gut. Ich bin weg. Alles klar. Wo ist sie denn jetzt hin verschwunden? Ja, da ist Dolora. Schon gut. Da ist sie. Erledigt. Ich bin ja nochmal gegrüßt und so. Ich habe ein paar Fragen. Kessa, ich habe mit Kimaxi gesprochen. Sie hat mir gesagt, dass sie deine Halbschwester ist und dass Ravel deine Mutter ist. Kessa knurrt und ihre Augen funkeln böse. Das, Himmel, wie ich die Frau hasse. Warum glaubst du nur einen solchen Unsinn? Sie sagt, dass du es abstreitest und vielleicht tatsächlich nicht weißt, dass es aber wahr ist. Sie sagt, du könntest deinen Vater fragen, dass er dir alles erzählen würde. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Kessa starrt dich eine Weile lang stumm an. Warte einen Moment. Sie dreht sich von dir weg und beginnt leise zu murmeln. Die Luft um sie herum scheint leicht zu schimmern, um sich mit einem kupferartigen Geruch zu füllen, wie warmes Blut. Warte geduldig. Sperr deine Ohren auf und versuch zu hören, was sie sagt. Ist, glaube ich, nicht so klug, aber ich mach's trotzdem.
Du lehnst dich zu Kessai herüber und versuchst zu verstehen, was sie murmelt. Augazanaile, verbannter Prinz von Itag, Marquis des blutigen Schattens, mein Vater, höre mich, den ich rufe dich. Hör weiter zu. Ja, geliebter Vater, ich bin es, Kessai Seres. Ich möchte dich bitten, mir eine Frage zu beantworten. Eine Frage, die ich dir immer wieder gestellt habe. Ja, geliebter Vater, ich kann es nicht ertragen, dass ein anderer mir diese Frage stellt und ich es selbst nicht weiß. Du musst es mir sagen. Ich habe dich nie um etwas anderes gebeten. Erzähl es mir, ich bitte dich. Ja, ja, geliebter Vater, ich verstehe. Ich danke dir, leb wohl. Was hat er gesagt? Lehn dich zurück und tu so, als ob du nichts gehört hättest. Ist ein bisschen fies, aber... Kessa bleibt einen Moment lang von dir abgewendet, bevor sie sich wieder zu dir umdreht. Ich wollte nicht glauben, dass diese böse Nachthexe meine Mutter gewesen sein könnte. Ich lebe schon lange und scheine nicht zu altern. Und ich habe manchmal verstörende Träume. Sie erschaudert. Aber dennoch, ich möchte nicht die Erbin des Bösen sein, das sie heraufbeschworen hat. Und auch nicht den Blick der Dame auf mich ziehen, wie meine Mutter es getan hat. Sie hat so böse Dinge getan. Du musst mir ein Stück von dir selbst geben, Kessai. Ich würde mir darum keine Sorgen machen, Kessai. Du bist überhaupt nicht die Rabel, leb wohl. Nee, erzähl mir, was du über sie weißt, okay? Ich habe gehört, dass sie den Leuten unmögliche Rätsel aufgegeben hat. Rätsel, die nur sie beantworten konnte. Sie verschlang die Person, wenn sie die falsche Antwort gab, oder ließ sie in ihren schrecklichen Gärten als abschreckendes Beispiel für alle baumeln. Die wenigen, die irgendwie entkommen konnten, quälte sie in ihren Träumen, ritt sie wie Hengste, brach ihren Willen und schleuderte ihre Seelen in die farblose Vergessenheit der grauen Einöde. Klingt fast, als ob wir einer dieser Opfer wären. Erzähl weiter. Ihre Magie soll über alles hinausgegangen sein, was man je gesehen hatte. Es war Vorstellungskraft, die aus Albträumen gewoben und zu Substanz geworden war. Stein und feste Formen beugten sich ihrem Willen wie weicher Ton. Die Gesetze der Ebenen beugten sich unter ihren Füßen und sie konnte Illusionen aus dem Nichts weben. Und aus Illusionen konnte sie Realität weben, die erschrecken, töten und verwirren konnten. Sie war eine Meisterin aller dunklen Mächte, Meisterin und Meister von ihnen allen. Sie sagte einen Herrscher, der es wagte, ihr das Gesetz Sigils vorzuhalten. Mit Schatten, die ihn bis auf seine Zunge, seine Finger und das Fleisch seines Gesichts ganz verschlangen. Sie drehte Gnadentöter von innen nach außen, zerschmetterte die Gebäude derer, die ihren Unwillen erregten. Schrecklich, schrecklich die Mächte, über die sie verfügt hat. Wow. Die ist ja overpowered. Sie wechselte ihre Form wie Wasser und verwendete sie dazu, manche zu ihrer Belustigung zu zerstören und Wissen von anderen zu stehlen. Sie war ein Monster, wie alles, was seinen Ursprung in der grauen Einöde hatte. Schließlich drohte sie, den Käfig zu öffnen und die Wut der Ebenen wie eine Woge hineinrollen zu lassen. Glücklicherweise ist ihr das nicht gelungen. Sie hat nur dafür existiert, Böses zu tun. Das heißt, dass die Dame der Schmerzen ist tatsächlich eine gute Person. Ich weiß nicht, ob sie tot ist, aber ich weiß jetzt, dass sie meine Mutter war. Kessai lässt ihre Schultern in den Kopf hängen. Oh, wenn ich nur Tränen hätte, damit ich vor Trauer weinen könnte. Versuch sie zu trösten. Sie fällt ihr plötzlich in die Arme und erschauert, als ob sie von Schluchzen geschüttelt würde. Eine Zeit lang steht Kessai einfach nur da und klammert sich an ihr fest, aber dann schiebt sie sich weg. Danke, aber mir wird schon wieder gut gehen. Ich brauche einfach nur Zeit, um über alles nachzudenken, das ist alles. Ist schon irgendwie traurig. Ich bitte dich jetzt wirklich ungern darum, aber du musst mir ein Stück von dir selbst geben, Kessai. Sie sieht erschreckt auf. Bitte?
Der Schlüssel zum Portal zu Harvest Ehegarten ist ein Stück ihrer selbst. Und du bist von selben Blut wie sie. Das ist doch dicht genug dran. Kessel starrt dich an. Du willst sie aufsuchen? Ihre Überraschung wird schnell zu einem Ausdruck der Vorsicht. Was brauchst du von mir? Ist wahrscheinlich dein Blut. Sicher nur ein Tropfen oder zwei, denke ich. Sie nickt. Aber hast du etwas, woran du es tragen kannst? Ein Stück Stoff, wie ein Taschentuch oder so etwas? Nein. Kessa seufzt und sieht sich um. Ich bin sicher, dass sie irgendwo im Bordell eins ist. Bring es her, wenn du es findest, okay? Ich gebe dir dann das Blut. Da komme ich wieder, wenn ich ein Taschentuch habe, lebwohl. Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Moment mal, ich hatte doch mal ein Taschentuch, aber ich Trottlaps verkauft. Ich muss jetzt nur wissen, wohin ich es verkauft habe. Schon gut. Schon gut. Oh, das war richtig idiotisch von mir. Oh, war das dumm. Ich bin weg. Ich bin weg. Alles klar, dann muss ich jetzt ein Taschentuch suchen. Ich muss schauen, wo ich das verkauft habe. Muss ich noch mal alle Shops abklappern. Selbst wenn, ich wüsste auch nicht, wie viel das kostet. Okay, ist nix. Dann habe ich eine 7 Goldstücke, das ist glaube ich zu wenig. Kuriositäten haben. Oh, es gibt ja so viele Händler. Keine Ahnung, bei wem ich das Taschentuch verkauft habe. Warum habe ich so einen Blödsinn überhaupt gemacht? Ich bin weg. Ich bin weg. Okay, schauen wir uns um. Natternträne. Was macht das? Sauergrüne Energie auf den Gegner spucken. Heilung, geil. Aber es hilft mir jetzt leider nichts. Was ich jetzt brauche, ist ein Taschentuch. Ich bin weg. Schamanenstab. Das wird jetzt schwierig werden. Taschentuch. Moment, hier bin ich falsch. Oder vielleicht hier doch, weil hier war doch auch irgendwo was. Da. Schon gut. Der da. Muss ein paar Gegenstände kaufen. Nämlich. Ich höre deine Worte. Da war das hier. Erledigt. Ich sag, dass du hättest mich schon mal irgendwo gesehen. Weißt du noch wo? Du wirst mir das Gesicht sehen. Soll ich was abholen? Nee.
Oh, das ist schlecht. Weil ich so ein Taschentuch weggemacht habe. Verdammt. Richtig dumm gewesen von mir. Der Stock. Das sind die gefährlichen Ecken. Wieder der Stock. Ich guck mal hier am Marktplatz. Mist. Erledigt. Haut ab. Ich will handeln. Was hast du anzubieten? Schwimmglück, flüsternder Flakon. Der ist Heilung ohne Ende, das ist ja ganz gut, aber bringt mir leider gar nichts. Askens Absteige. Was war denn hier nochmal? Jesus, keine Gesellschaft. Aus dem Stock. Aus dem Stock. Das ist jetzt meine eigene Schuld, weil ich hatte das Taschentuch schon, aber schwarz habe ich schon, am liebsten würde ich den killen, aber wahrscheinlich dreht er mich durch einen Fleischwolf. Spelunke und ein Sammlerplatz. Erledigt. Hure. Ein Sammler. Da steht einer. Mar. Wieso habe ich dich nie gefunden? Ich meine, gut, du bist ziemlich gut versteckt. Ich rede mal mit dir. Mar. Mars Augen blinken irre, als du näher kommst. Mit einer hohen, kreischenden Stimme fragt er. Du schon wieder? Kreuz hier erst wieder auf, wenn du das Kästchen geliefert hast. Ich habe das Kästchen geöffnet und ein Scheißer gesehen. Dann bin ich weggerannt. Du Wahnsinniger! Du unterschreibst dein eigenes Todesurteil, wenn du dieses verfluchte Kästchen öffnest. Lauf, wenn dir ein Leben lieb ist. Mar rennt los. Mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Sorry. Ignus wird euch alle töten. Eines Tages. Eine zweihändige Axt bekommen. Diese Axt besteht nicht aus normalen Stahl, sondern aus einer anderen Legierung. Sie ist leicht und lässt sich einfach handhaben. Sie richtet den gleichen Schaden wie eine normale Axt an, versetzt aber viel schneller Schläge. Schon gut. Ich werde alt und grau, bis ich dieses Taschentuch finde. Ne, Beth. Ich frag dich mal. Ich denke über einen Berufswechsel nach. Ich will mehr auf den Magier. Nein. Ne, Beth, hast du schon mal von jemandem namens Ravel gehört? Beth zischt und beschreibt einen Halbkreis über ihrem Herzen. Von was für einem dummen Nichtswisser sprichst du denn da, diesen Namen in meiner Gegenwart auszusprechen? Sie droht dir mit dem Finger. Unheil, Unheil, wer sowas sagt, bringt Unheil ins Haus. Was weißt du über sie? Ravel, pah. Das sind doch Geschichten und Schauermärchen für Kinder. Ihre Stimme wird tiefer, als ob sie dich warnen will. Hör zu, Kind. Hier war keine Ravel, überhaupt keine. Und selbst wenn, musst du noch lange nicht alle im Käfig verrückt machen. Du musst mir alles sagen, was du willst, ich weiß, Mabeth, es ist wichtig. Mabeths Miene verfinstert sich. Sie will anscheinend nicht deinem Blick begegnen.
Nichts Gutes. Der Name verheißt nichts Gutes. Sie schaut dich wieder an. In Ravels seltsamen Hexenherz tummeln sich viele böse und schreckliche Schatten. Die kreuchen und winden sich da wie Schlangen. Genug jetzt davon. Lass gut sein. Lass gut sein. Weißt du, wo sie ist, Mabeth? Ich muss sie finden. Und wo wohnt der Froschkönig? So was weiß Mabeth nicht. Sie zischt. Und selbst wenn ich's wüsste, sehe ich so aus, als ob ich's dir sagen würde. Nee, du würdest versuchen, sie aufzutreiben. Und das kann ich nicht verantworten. Kann ich nicht. Es scheint, als ob ihr Herz gebrochen sei. Doch, Kind, wenn du es unbedingt wissen musst, wenn du absolut sicher bist, dass es dir keine ruhige Minute mehr lässt, dann sag ich's dir. Bitte, ich muss sie finden, Mabeth. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Ravel, Mabeth seufzt. Ravel, die grausame Ravel, ist in den Fängen der Dame. Ja, in einem Gefängnis, einem Irrgang. Sie soll da schon sehr lange drin sein. Sehr, sehr lange. Aber wie man da hinkommt, Mabeth kennt den Weg nicht. Sie seufzt. Frage in der Festhalle nach, vielleicht im Bezirk der Kuratoren. Einer, der Graubärte, hat vielleicht das Dunkel davon. Weiß noch mehr über Ravel. Etwas, was du mir sagen kannst, bevor ich sie suche. Kind, Mabeth spricht doch, ihre Stimme klingt müde und gebrochen. Wenn du in den unebenen Unheil suchst, dann brauchst du nicht weit zu gehen. Sie hustet. Hexe kennt Hexe, Macht kennt Macht. Doch niemand kennt sämtliche von Ravels Schlichen und Kniffen. Trainiere deine Fähigkeiten gut und pass auf, wenn dir etwas spanisch vorkommt. Vertraue auf dich und traue ihr nicht, hörst du? Werde ich, Mabeth. Danke, Mabeth. Mabeth seufzt. Ich wünsche niemand etwas Schlechtes, außer dieser einen da. Ich bin wirklich froh, dass sie weg ist. Das ist auch besser für den Käfig. Ich sag's nochmal, Kind. Lass die Vergangenheit vor sich hinrotten. Lass sie ruhen. Lass sie ruhen. Ich werde mir deine Warnung zu Herzen nehmen. Heilmittel. Du hast das Taschentuch. Taschentuch. Danke. Mabeth, du bist göttlich. Die Ausruhen. Gut, meine Leute sind geheilt. Alles ist super. Geil. Das heißt, als nächstes geht es in die Festhalle und da wollen wir uns auch ein bisschen informieren. Keine Ahnung, wie lang der Part wieder ist, weil... Ey, jetzt habe ich gerade einen Run. Bezug der Kuratoren. Festhalle. Jetzt geht's richtig ab. Wenn der Part zu lange werden sollte, werde ich ihn vielleicht cutten. Einer der Graubärte. Weißt du was, Splitter? Mal fragen. Festhalle. Gibt es hier jemanden, der etwas über Ravel Rätselchen weiß? Splitter schließt die Augen und denkt kurz nach. Wir würden euch raten, mit einem Zauberer namens Quell über Ravel zu sprechen. Quell hält sich ständig irgendwo in der Festhalle auf. Er ist häufig im privaten Sensorium. Alles klar. Ich bin weg. Quell schaut sich um, als du dich ihm näherst. Mist, er hat mich gesehen. Er seufzt laut. Also raus damit, was willst du dieses Mal von mir? Steckt sich ein Bonbon in den Mund und so weiter. Rollt mit den Augen, deutet mit einer Handbewegung fortzufahren. Was weißt du über Ravel Rätselschön? Als du ihren Namen erwähnst, schluckt er vor Schreck sein Bonbon herunter und zuckt zusammen. Was gibt's da zu erzählen? Solche Geschichten sind besser in staubigen Büchern und in Hinterstübchen greiser Männer aufgehoben. Dieser Name. Mensch, wenn so viele Schauergeschichten wie Fliegen um eine Leiche. Und ich glaube, das habe ich schon mal gelesen. Er rollt mit den Augen und wirft sich ein weiteres Bonbon in den Mund. Sie ist eine Nachthexe, mein Junge, die nach Sigil gekommen ist. Sie war
boshaft und irre und so voll von ihrer Schattenmagie, dass sie sich mit der Dame Schmerz angelegt hat. Übergeschnappte alte Hexe. Und alles, was sie davon hat, ist, dass sie jetzt in einem Ehegang sitzt. Wahrscheinlich ist sie inzwischen schon tot. Wie kann ich sie finden? Warum? Warum fragst du mich sowas? Bist du verrückt? Was willst du von einer so teuflischen Kreatur? Also, ich frage mich, wie die Ravelrätsel schön aussieht, weil wenn alle Schiss vor ihr haben, sie weiß etwas über meine Vergangenheit. Ich kann mir hoffen, dass ihr lieb mit mir hilft. Okay, das habe ich alles, glaube ich, schon. Allee, 6 Zitzen. Ja. Ich muss sie aber finden, ob tot oder lebendig. Ich kann es einfallen. Was würdest du denn vorschlagen? Kannst du mir sagen, wie ich zu ihrem Ehegang komme? Ja, wahnsinniger Vollidiot. Hast du mir überhaupt zugehört? Nur zu meinem Ehegang, deine Schmerzen. Natürlich habe ich dir zugehört, aber ich brauche wirklich deine Hilfe. Kannst du mir sagen, wie ich dahin komme? Von Ravel. Von Ravel in die Nähe. Okay, das ist das. Danke. Vielen Dank für deine Hilfe, Lebol. Okay. Ich habe ein Taschentuch. Also jetzt sollte es, glaube ich, richtig weitergehen. Sobald ich das mit dem Taschentuch jetzt geklärt habe. Da. Ich bin weg. So viel zu tun hier. So viel zu tun, so wenig Zeit. Gut. Eigentlich habe ich ja mehr als genug Zeit, aber trotzdem. Ich bin weg. Ich meine, es ist gerade mal 23:06 schon wieder. Okay, ich habe nichts gesagt. Wo ist das Mädel jetzt? Schon gut. Und dann nimmst du mich. Nee, dich suche ich nicht. Dich suche ich auch nicht. Ich suche Echo. Ich bin weg. Auch nicht, auch nicht. Was ist denn Echo? Da ist sie. Schon gut. Bleib stehen. Erstmal safe. Bleib stehen, Echo. Echo winkt dir und so weiter. Hallo, Echo. Ah, nee, nicht du, die andere da, die in dem lila Kleid. Erledigt. Wo ist sie denn? Die wandelt doch auch hier normalerweise herum. Nein, nicht du. Erledigt. Da, nee, auch nicht. Das ist Dolora. Schon gut. Du? Nee, du bist Nanny Neunauge. Suche ich auch nicht. Verschwinde. Du? Nee, du bist ein Bordellbesucher. Du bist Marissa, dich suche ich auch nicht. Da ist auch niemand. Genau, dich suche ich. So, reden. Ja, ich habe ein Taschentuch. Hab mein Tagebuch auf den Leuchtenstand. Geil. Kisai nimmt das Taschentuch und sticht sich geschickt an einem ihrer Reißzähne die Spitze eines Fingers auf. Nachdem sie einige Tropfen Blut auf das Taschentuch fallen lassen hat, gibt sie es dir wieder. Du begibst dich in große Gefahr, weißt du? Selbst wenn die Geschichte über meine Mutter stark übertrieben sind, ist sie schrecklich mächtig und vollkommen böse. Viel Glück. Ja, das habe ich gehört. Danke und leb wohl. Nichts, danke, leb wohl. Sie zieht ihre Augenbrauen hoch. Du willst mich wohl reizen, was?
Hm, Kessa lächelt dich an und macht dabei ihre blitzenden roten Augen schmal. Komm wieder, wenn du reden möchtest. Hm. Okay, kann es sein, dass das jetzt der Schlüssel für das Vaultportal ist? Blutiges Taschentuch. Dieses seidene Taschentuch enthält Flecken von Kessaseris Blut. Hohle Axt. Du hast keine Rüstung an. Aber ich habe auch keine Rüstung an. Keine Ahnung. Magnus Schütz, der kostet sehr Rüstung. Gut. Ich glaube, jetzt da ich das habe, werde ich den Part hier beenden, weil ich nicht weiß, wie lange er schon dauert. Ich würde sagen, das war Planescape Tournament. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.